Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Subnautica, meine Lieben. In der letzten Folge haben wir angefangen, so ein bisschen die ganzen Rettungskapseln abzugehen. Damit machen wir jetzt weiter, damit ich das auch wirklich schön ordentlich habe. Was ich noch machen kann, ist nach Datenboxen so lange scannen. Weil da finden wir ja noch irgendwie den ein oder anderen Bauplan, je nachdem. Und ich glaube, ich mache noch mal eine Energiezelle, je nachdem. Übrigens, ich wollte mal gucken, da kann ich die Stahlbarren machen. Da brauche ich 2 Lithium und einen Titanbarren für. Wir gucken mal ganz kurz. Was brauche ich, wenn ich den, diesen Walker bauen will? So, hier. Den Krebs. Okay, da brauche ich noch ganz, ganz viel anderen Stuff für. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal mit der Mission Rettungskapseln weiter. Die nächste habe ich mir nämlich da markiert. Die ist auch gar nicht so weit weg. Das heißt, ja. An der werde ich wahrscheinlich gewesen sein, weil Besatzung meldet defekten Seegleiter. Ja, gut. Den haben wir ja schon längst. Das wird safe eine Kapsel sein, wo ich schon mal war. Aber egal, wir erkunden sie trotzdem. Vor allen Dingen kann es ja auch sein, dass da irgendwas ist, was ich noch nicht aufgenommen habe. Und der Typ sitzt schon wieder hier ganz komisch drinne. Trotzdem mal umschauen. Ah, hier habe ich schon alles genommen. Heißt, die stellen wir auf Rot. Da war ich schon. Okay, die nächste ist auf 300 Meter Tiefe. Da kann ich ja jetzt ohne Probleme hintauchen. Das schafft ja jetzt meine Seemotte. Okay, wir sind jetzt hier in dem Bereich. Oh, warte mal. Hier ist anscheinend etwas... Oxygen efficiency decreased. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich was aufschneiden. Das heißt, ich brauche meinen Laserschneider. Da wollen wir doch mal gucken, Leute, was sich hier hinter der Tür verbirgt. Noch eine Tür, die aufgeschnitten werden will. Ich weiß nicht, was ich da jetzt gelootet habe. Oxygen. Boah, hier kriegen wir Luft. Was hat er jetzt denn gelootet hier? Vital signs stabilizing. Vielleicht schon irgendwas, was ich kann. Und es geht hinab. In die Tiefe. Okay. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Oh, die habe ich mir letztes Mal, glaube ich, nicht gegönnt. So. Okay. Rettungskapsel Nähe eines Höhlensystems wird angegriffen.
Krebstorpedoarm, okay. Ich glaube, die Energie reicht nicht. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Zyklop Feuerlöschanlage, okay. Energiezellenladestation, Fragment. Okay. 30 seconds. Das ist schon mal gut mit der Energiezellenladestation. Tauchdock-Fragment. Okay, den Bauplan haben wir jetzt auf jeden Fall gelernt davon. Hier ist ein Bauplan, den ich auch schon kann. 30 seconds. Biodiversity in this region. Okay, da geht's noch rein. Oh, da müssen wir schneiden. Mist, ich kann das ja schon alles. Welcome aboard, Captain. Ich hoffe, dass hier von diesem Energiezellending eigentlich noch eins ist. Damit ich die lerne, die Ladestation für die Energiezellen. Da muss ich nämlich nicht immer neue craften. Aber leider scheint das so, dass hier nichts ist mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Ah, hier müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen. Efficiency decreased. Synthetische Fasern. Calorie intake recommended. Taucherflasche mit hoher Kapazität. Silbererz, okay. Wo hat das Silbererz reingepackt? Nee, warte, das war hier hinten.
So, da brauchen wir eins. Hier brauchen wir zwei. Hatte ich nicht eine noch bessere gefunden? Nee, ne? Anscheinend nicht. Ich dachte, ich hätte eine noch bessere gefunden. Okay, dann habe ich mich vertan. So, was wir aber jetzt mal gucken können eben, ist Folgendes. Titanbarren 2, Schmierstoff und Blei brauchen wir. Da können wir direkt mal hier ein nachproduzieren lassen. Blei haben wir hier. Jetzt ist die Sache die, den sollte man, glaube ich, so wie ich das in Erinnerung habe, möglichst hoch platzieren, ne? War da nicht irgendwie was, dass man das möglichst hoch platzieren sollte? Weil sonst kann man da, glaube ich, nicht so gut raus mit den Geräten. Brauchen wir nochmal Quarz? Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Klappt es so? Kann ich das nicht drehen? Dann baue ich das so. So. Und dann nehmen wir die so. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms perfect. May be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object.
So. Zack. Vital signs stabilizing. Okay, wir brauchen Kupferdraht und Dings. Ah, sehr schön, man. Es ist instant oben und unten. Das ist gut. Kupferdraht. Gold. Tischkorallenproben. Okay, das heißt, wir müssen nochmal ein Kupferdraht machen. Gold. Gold. Wird die jetzt auch geladen? Die G-Time-Seemotte. Oh ja, die wird hier geladen. All systems online. Welcome aboard, Captain. Was sagt ihr zu der G-Time-Seemotte? Modifizierungsstation. Oh, warte mal, das kann ich ja bauen, ne? Ich brauche Titan, Computerchip, Blei, Diamant. So, Computerchip brauchen wir wieder. Bam, bam. So, dann brauche ich wieder ein Gold. Tischkorallenprobe. Zack. So, dann brauche ich dafür Titan, Diamant, Blei. Titan. Blei. Diamond.
So. Oh, Thermalklinge. Bam. Ah, guck mal da. Mit ultra hoher Kapazität. 4x Lithium, okay. Alter, die ganzen Sachen habe ich ja schon. Okay, wir brauchen 4x Lithium. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Geil. Oh, dadurch schwimme ich auch noch mal schneller. Guckt euch das an, wie lange ich jetzt tauchen kann. So, was brauchten wir für die Silikon, ne? Titan und Lithium, okay. Das holen wir auch mal. Da haben wir das Titan. Wo hatte ich Lithium reingetan? Diamond, da. Lithium. Oh, wartet, wir müssen die einmal ausziehen. Hier, zack. Bam. Und bessere Schwimmflossen. So. Dafür brauchen wir emailliertes Glas und Plaststahlbarren und Magnetit. Pirscherzahn. Ich glaube, Pirscher habe ich hier sogar bei mir direkt in der Nähe. Nee, Sandhaie sind das. Dann sind Pirscher, glaube ich, die anderen Viecher. Ja. Wieso kriege ich keine Zähne von euch, Kollegen? Ihr seid doch die Pirscher. Ihr müsst doch Zähne haben.
Das könnte ich natürlich jetzt auch nochmal schnell eben machen, eine Runde. Bisschen was Stuff sammeln. Erze und so, weil ich habe jetzt sehr viel wieder verbraucht fürs Bauen, aber ich bin auch gut vorangekommen. Vor allen Dingen, was ich sehr viel brauche, ist Quarz. Das verballere ich ja wie sonst was. Ah, ist vollgeladen, geil. Perfektos. All systems online. All systems online. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Atommüllbehälter habe ich gelernt, okay. Was wichtig ist. Bioreaktorfragment. Schon Quarz. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Ich nehme alles Quarz, was mir hier unter die Augen kommt. Nehmen wir alles mit. Oh, hier ist noch ganz viel Quarz. Nehmen wir alles mit. Schön den Schrank voll mit Quarz machen erstmal. Das lohnt sich. Das lohnt sich vom Allerfeinsten. Sehr schön. So. Zagedi, zack. Da haben wir ganz viel Quarz. Passt doch. Blei gibt es auch noch ein bisschen on top. Hier kommt jetzt erstmal wieder ein bisschen Titan wieder rein. Bam, bam. Gold. So, jetzt schauen wir mal, Leute. Aufzeichnung, Datenbanken. Einheimische Lebensform, Tiere, Leviathane, Pirscher. Pirscherzähne können bei der Herstellung von emailliertem Glas zur Anwendung kommen. Ja, das Problem ist nur, dass du mir hier nicht geschrieben hast, wie. Dann gehen wir mal eben in das Gebiet und dann schauen wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir auch noch mal gucken, ob wir hier irgendwie was finden.
getan. Na, nee. Oh, nice. Hier war ich auf gar keinen Fall drinne. Hey. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier Feines drinne bekommen. Ups. Integrating new PDA data. Okay. Okay, hier hätte man einfach reintauchen können. New PDA Data. Mehr ist hier nicht, ne? Hat sich leider nicht so gelohnt. Da habe ich mir echt ein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, dass der vielleicht hier so Zähne liegen hat oder so, wenn er das so rumschleppt. Na, dann schwimmen wir mal zurück hier. Weil ich werde mein Inventar jetzt schon gut voll haben. So. Ey. Meine Güte. So. Dann tun wir jetzt mal schnell was trinken. Oh. Vital signs stabilizing. Zack. Daraus kann ich jetzt jede Menge Titan herstellen. Sehr geil. Das räumen wir jetzt erstmal hier ein. Bam, bam, bam. Zack. Warte, Silber hatten wir hier. Ah, und Kupfer war hier. Also hier ist auf jeden Fall noch eine Datenbox in der Nähe. Pirscherzahn. Warte mal, es ist eh dunkel, dann können wir pennen gehen. Ich kann sogar nach denen scannen. Okay, das soll ich mir vielleicht mal merken, dass wenn ich Ressourcen habe, wo ich gar keinen Plan habe, wo die sind, dass ich einfach mal nach denen scanne. Wenn's geht.
gut, aber auf meinem Gerät zeigt er mir die nicht an, ne? Gibt's nicht so ein Dings, womit ich sehen kann? Warte mal. Scannerraum-Sichtfeld-Chip. Überträgt Scannerraum-Daten an die Sichtfeldanzeige. Und dafür brauche ich Magnetit. Und das habe ich noch nicht. Das ist natürlich dumm, ne? Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut in der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Und dann werden wir mal gucken, dass wir in der nächsten Folge irgendwie an Magnetit und an diese Pirscher-Zähne kommen. Irgendwie muss das ja klappen. Irgendeinen Trick gibt es ja bestimmt. Werden wir auf jeden Fall versuchen rauszufinden. Also, bis zum nächsten Mal.